Der weltbekannte Aktionskünstler H.A. Schuld stellte am Dienstag in Düsseldorf sein neuestes Projekt vor. Unter dem Titel Go Matera Go reist Schuld mit seinen Trash People nach Italien, um dort auf die weltweite Umweltverschmutzung hinzuweisen. 1000 Skulpturen reisen seit mittlerweile 24 Jahren um die Erde. Sie sind unser aller Ebenbilder. Sie entstanden 1994-95. Waren zum ersten Mal in einem Amphitheater zu sehen, in Zanten am Niederrhein. Und durch die Menschen, die dahin kamen, habe ich erst gelernt, was ich angerichtet habe. Die Menschen haben sich darin wiedererkannt. Sie haben eingesehen, wir produzieren Müll und wir werden zum Müll. In der Galerie Geuer und Geuer werden einige der neuen Trash People ausgestellt. Die Einnahmen aus dem Verkauf dieser Skulpturen kommt dabei der Finanzierung des Projekts Go Matera Go zugute. Nach dem Motto, nur die Kunst bewegt die Zeit, will H.A. Schuld mit seinen Müllmenschen ein Zeichen setzen. Wir stehen auf einer Pyramide von Vergangenheit. Und so werden die Skulpturen, diese 20, die ich aus den Steinen, die 9000 Jahre alt sind, von den Sassi di Matera geformt habe, vor einer 9000 Jahre alten Geschichte stehen. Und so ist die Cola-Büchse von heute die römische Scherbe von morgen. Die Trash People von H.A. Schuld reisen seit 24 Jahren um die Welt. Der Aktionskünstler stellte sie unter anderem vor den Pyramiden von Gizeh oder auf der chinesischen Mauer auf. Nun reisen die 1000 Skulpturen nach Matera. Aber warum? Matera ist bei den Italienern verdrängt worden. Es war die Stadt, wo man Menschen hinschickte, die man nicht haben wollte, zu Zeiten des Duce, so ähnlich wie Stalin die Menschen nach Sibirien evakuierte. Und sie haben dort unter unmenschlichen Bedingungen gelebt. Und wie das in den 50er Jahren hochkochte, da begannen die Italiener sich zu schämen und haben das versucht zu verdrängen. Matera funktioniert noch. Und damit das noch weiter funktioniert, denke ich, ich zeige die Probleme der Gegenwart da, weil da können sie eventuell noch begriffen werden. Am 23. und 24. August 2019 werden die Trash People von H.A. Schuld in Matera zu sehen sein. Vorab kann man eine kleine Gruppe der Müllmenschen jedoch schon in Düsseldorf bei Geuer und Geuer anschauen.